Im ersten Teil von meiner Videoreihe geht es einmal um das Interface. Ich bin jetzt hier zwar in Lightroom und da möchte ich gleich mal auf die Unterschiede eingehen. Und zwar haben wir in Lightroom ja die verschiedenen Module, Bibliothek, Entwickeln, Karte und so weiter. Und das Erste, was ich eigentlich immer von Lightroom-Usern höre, ist, dass das Interface in Capture One ein bisschen unübersichtlich ist. Und dazu muss man halt einmal sagen, okay, die Leute sind Gewohnheitstiere und ja, je mehr ich mit einer Software arbeite, desto leichter finde ich mich hier zurecht. Ich finde generell die Software oder das Interface von Lightroom ein bisschen altbacken. Ich habe immer die ganzen Werkzeuge auf der rechten Seite. Ich habe unten meine Bilder. Ich habe links noch die Presets und so weiter. Und schauen wir sich das Ganze in Capture One an. Und hier haben wir den größten Unterschied einmal, dass ich links die Werkzeuge habe, in der Mitte habe ich den Viewer, auf der rechten Seite habe ich meinen Browser, wo die Fotos dargestellt werden. Und darüber habe ich eine Werkzeugleiste, beziehungsweise die Symbolleiste, die ich komplett anpassen kann. Bei den Werkzeugen haben wir hier verschiedene Register, die man also dementsprechend angepasst sind, also gruppiert sind nach deren Funktion. Farbe haben wir hier, wir haben die Belichtung und der Vorteil hier gegenüber Lightroom ist, ich kann mir das anpassen, wie ich das haben möchte. Also mein Interface hat sich über die Jahre jetzt da dementsprechend gewandelt und ich habe das schon mehrmals umgestellt. Aber ich kann hier zum Beispiel meine Werkzeuge rausziehen. Ich kann sie wieder reingeben, wie ich möchte. Ich kann zum Beispiel das Farbbalance-Werkzeug rausziehen, wieder, wenn ich es gerade brauche, und größer machen und wieder dementsprechend kleiner machen. Ich kann das auch hier wieder einfach wieder reinziehen. Also diese Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich kann dementsprechend arbeiten, wie ich möchte. Phase One hat aber hier für Lightroom-Umsteiger ein kleines Gimmick vorbereitet und das befindet sich hier im Menü unter Fenster, Arbeitsumgebung und dann gehen wir hier auf Migration. Dann ladet das Ganze ein wenig nach und wir haben annähernd dasselbe Interface wie in Lightroom, also von den Werkzeugen her. Wir haben weniger Registerkarten hier oben und wir haben die ganzen Werkzeuge, so wie es in Lightroom eben auch ist. Also Belichtung, Weißabgleich, dann Gradationskurve, HSL-Regler, Teiltonung, Detail schärfen und so weiter bis runter zur Kalibrierung. Das haben wir hier auch. Die Kalibrierung also mit den Basismerkmalen, wir haben die Objektivkorrekturen, wir haben die Farbbalance, Tonwerte. Das muss ich dann, ja. Aber hier, auch hier kann ich noch immer anpassen, wie ich das möchte und ich zeige euch mal, wie das bei mir eben ausschaut. Ich gehe hier einfach auf mein gespeicherte Arbeitsumgebung und es sieht mittlerweile so aus. Also rechts die ganzen Tools. Ich habe das ein bisschen mehr unterteilt zwischen Belichtung und Farbe, weil ich das gern getrennt bearbeite. Ich gehe dann weiter zu meinen Styles, Bildaufbau, ein eigenes Schärferegister und dann bis hin zu den Verarbeitungsvorgaben. Ich habe lieber links die ganzen Miniaturansichten vom Browser, weil dann in der Mitte der Viewer ein bisschen größer ist als, ja, als in der Migrationsansicht. Wie kann ich mir das Ganze speichern? Ich gehe einfach hier auf Fenster, Arbeitsumgebung, Arbeitsumgebung speichern und kann mir dementsprechend meine Arbeitsumgebung speichern, wie ich sie haben möchte. Ich zeige das mal kurz mit drei Tools hier, das ist mal
mein für Color Grading. Mit Steuerung P kann ich ja mal den Browser ausklinken und mit Steuerung T kann ich die Werkzeuge ausklinken. Und jetzt kann ich hier sagen, Fenster, Arbeitsumgebung, Arbeitsumgebung speichern und das nenne ich jetzt einmal Color Grading. Sichern. Gut, jetzt gehe ich mal wieder zurück auf Arbeitsumgebung und habe meine Ansicht wieder. Bei Color Grading kommt jetzt nur das Farbbalance-Tool, weil ich das jetzt hier nicht eingeklinkt habe. Ich könnte das aber auch zusätzlich noch hinzugeben mit schwebendes Werkzeug, Farbeditor und ich habe den Farbeditor auch dabei. So, das war mal zum Interface und wir gehen dann gleich weiter mit dem nächsten Kapitel.